Wir haben heute und morgen Schwerpunktkontrollen, einen Grenzeinsatz unserer Bundespolizeidirektion in Koblenz. Wir als Unterabschnitt der Inspektion Trier sind für die Autobahn und für die Grenze nach Luxemburg zuständig. Die Migrationslage und die potenzielle Sekundärmigration aus Spanien und Italien und damit einhergehend der Verdrängungseffekt, der über Frankreich und Luxemburg, Belgien führen kann, kontrollieren wir unerlaubte Migration bzw. grenzüberschreitende Kriminalität in Form von Betäubungsmitteln oder Waffen. Die Fahrzeuge werden zurzeit im Tandemverfahren von der Autobahn auf den Parkplatz geleitet. Das heißt, ein Pkw setzt sich vor den potenziellen Kunden und er wird rausgewunken und auf dem Parkplatz Markusberg hier bei uns auf der BAB 64 kontrolliert. Ja, wir als Bundespolizei in Trier sind für die Grenze nach Luxemburg und Belgien zuständig. Wir haben auch den 30-Kilometer-Bereich im Inland. Wir versuchen, die Sicherheit der Bürger durch die Grenzkontrollen ein wenig zu stärken, Verdrängungseffekte zu minimieren und potenzielle Straftäter der Strafverfolgung zuzuführen.